geht's auf, habe ich gerade gehört. Besser wie runter. Oh Gott. Oh Scheiße. Wachs. Aber nicht so wirklich besser, wenn ich mir das anschaue. Wo wachse. Also ist das da oben? Hier ist schon. Wir sind nochmal auf Bunkersuche und hier geht's schon mal erst über eine leicht dubiose Brücke. Aber der Wanderweg steht auch hier drüber angeschrieben. Also, wird schon passen. Puh. Und? Klapperschlange im Gebüsch. Ist ein bisschen wie im Amazonas, oder? Mit dem braunen Bart. Wenn man so spinnt, dann würde ich mit der Tat einfach lachen. Da links von dir, links. Links oben, höher. Wo? Die Brücke ist echt ein bisschen wie im Amazonas und sie schwankt auch schon höllisch. Dudu, dudu, dudu. Und wie heißt der Amazonas in echt hier? Rio Grande. Ah, Rio Grande. Super. Ich habe schon den ersten gefunden, den ersten Bunker. Aber ich glaube, das zählt nicht. Wir suchen was Neueres. Ha? Ja, ich weiß. Deswegen habe ich nicht so viel Angst. Martin macht dann immer Hoffnungen, indem er sagt, er weiß nicht, ob er es findet, sodass man sich denkt, yes, vielleicht finden wir es nicht. Aber da ist er schon. Das waren diese Fensterverdecke. Am Brenner oben sind sie noch intakt, ja. Sodass es aussah wie Felsen. Die hat man von drinnen aufmachen können. Und rausschießen. Und hätten wir die ziemlich schießen können, ja. Meistens sind die bei engen Tälern oder bei engen Schluchten. Weil ich bin ganz schön verpackt. Dann kommt die Eiche raus. Bei dem Fenster ist noch ein bisschen was dran. Oder bei der Schießscharte besser gesagt. Da seht ihr es, was ich gemeint habe mit der Felsoptik. Juhu, wir haben den Eingang gefunden und er ist auch noch geöffnet. Das war meine allerletzte Hoffnung, dass wir nicht reinkommen. Ja, wir sind noch nicht mal drin, aber hier ist es schon arschkalt in diesem, was auch immer das ist. Wow. Schlurf. Sieht halt Wulfenstein. Ja, sieht furchtbar aus. So, rein geht's. Wow. Großes Glück, Arbeit zu wohnen. Oh, ja, auf, hey. Bist du online? Ja. Da kommt vor der Boden bewegt. Aber für die Camper? Naja, ah, die Wassertanks? Ah, Wassertanks. Du bist ja im Stochen dort noch. Ah, ja. Geht's auf, habe ich gerade gehört. Besser wie runter. Oh Gott. Oh Scheiße. Wachs. Aber nicht so wirklich besser, wenn ich mir das anschaue. Wo wachse. Also ist das da oben? Hier ist schon. Oh, wahrscheinlich. Aber du bist hart, weil du auch vergisst. Weil wenn du was an der Hose zu lesen bügelt, bist du runter. Muss man ein bisschen. 20, 30 Meter. Ja, 20 hätte ich auch gesagt. Hier ist auch wieder was von Zelten aufgemalt. Boah. Puh. Eins. Eins. Jetzt reicht. Oh nein. Das wird die Luft abgesaugt werden. Und drüben wird es dann eben gepumpt. Also zirkuliert. Funktioniert neu und voll. Was haben wir jetzt hier? Strom. Strom. Aber jetzt vermutlich nicht mehr funktioniert. Und hier? So. Das über der Türe. Gute Frage, schaut aber so Lüftung aus. Ja, Fettabscheider. Fettabscheider. Ja, nee. Oh, ist hier die Spulen? Oh nein. Puh. Wie groß? Oh Gott. Ja, morgen wirst du gegen zu wissen. Sind wir mal raus, der fette Spinntext. Oh ja.
Das wären die vorderen gewesen sein, was wir gesehen haben. Die vorderen Schießscharten, 2 ja. und 3. Und das andere, das... Das ist eine gute Frage. Oh nein! Das ist nicht normal. Das ist schief, oder? Ja. Man muss denken, wenn man so etwas betoniert werden müssen, das ist halt mit der Hand. Was ist da jetzt? Fürs Schatten hier unten. Ja, okay, okay, okay. Wir haben schon wieder gestellt. Hier drauf drüben. Ja. Bauen wir einen Zwerf auf links weg. Man hört ihn schon, aber sehen tue ich noch nichts. Seht ihr schon was? Wawak. Boah, wie das heilt, ist ja widerlich. Jetzt kommt langsam Licht. Wawak. Oh, da wird das schlecht. Da kommt das. Oh, krass, krass. Und hier der Elektronikschrank. Und wir vermuten, dass das hier mal die Betten waren. Klo gab es noch, aber nur zwei, eigentlich wenig für den Riesenbunker. Und damit geht's wieder raus. Juhu! Und mein Schirm ist auch noch da. Ah ja, hier riecht es echt ein bisschen nach Schwammel. Wachs ist geil, oder? Voll. Hey, cool, dass dabei wart. Boah, die Stufen sind so richtig lang. Die eine haben wir nicht gemacht, passt euch noch auf mit diese Holzstufen, wenn drin sind oder Eisenstufen. Da kannst du ein bisschen so einen Abgruß, die sind dann geht's nach unten. Also und immer zu zweit gehen, wenn was ist, dass einer raus kann. Oder legst du schnell oder was? Immer zu zweit gehen, deswegen komme ich da so gerne zum Handkuss. Toll! Seht ihr, ich habe sogar extra ein Kondom aufgesetzt, damit sich kein Tierchen in meinen Haaren einnistet.